Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausbilder. Jawohl, wir sind hier immer noch im japanischen Garten oder wie auch immer und müssen jetzt Tapete herstellen. Das soll hier hinten funktionieren. Ah, okay, Moment, halt, stopp. Hilfepanel, Herstellung von. Was steht da? Washi oder Wasui Papier? Okay, wir brauchen die Machete, wir müssen irgendwas klein hacken, dann die Stöckchen und dann das da und da und da. Okay, alles klar. Wo ist Machete? Da. Her damit. So. Und jetzt Zweige hinzufügen. Was? Musst du welche haben? Okay, Moment. Gegenstand aufheben. Nimm mal. So, und die müssen jetzt hier rein. Okay. Ah, so. Alles klar. Okay. Ich verstehe es nicht. Warum kann ich sie hier so nicht mit. Ah, doch, jetzt geht's. Okay, alles klar. Okay. Alles klar, soweit, so gut. So, warte mal. Welche. Wo ist denn jetzt die Machete? Welche Büsche? Kann ich die hier vernehmen oder was? Nein. Ah, hier. Okay, alles klar. Heb mal auf da. Zack, alles klar. Ah ja, alles. Zum die Machete? Nee? Hä? Ist die Machete? Ah, okay. Ja, ganz einfach eigentlich, ne? Wenn man dann noch überall die Stöcke hier wieder findet. Waren das hier eigentlich nicht noch mehr? Oder? Halt. Egal. So, pass auf. Und jetzt Material hier hinzufügen. So. Und dann, was war der nächste Schritt? L2. Ah, okay. Alles klar. Lehm aufheben und hier reinschmeißen, wa? Ah ja, okay. Jetzt haben wir Tapete hergestellt. Oh, halt, stopp. Ah, ist ja ganz easy, ne? Dann machen wir hier noch mal ein bisschen mehr. Wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich irgendwo ein Upgrade. Zack. Ja, komm, nehmen wir die mal. Ah ja, okay. Geht da oben noch was rein? Ne, warte mal, wo? Ah, hier. Stopp. Okay, jetzt müssen wir erst wieder herstellen. Ne, wir haben doch noch was in der Hand. Wie viel haben wir denn davon jetzt? Schau mal her. Yeah, okay. Tür, Wandpaneele können über den Hafen bestellt werden. Aha. Ja, nice. Wir haben Tapete hergestellt. Ich muss mal diese scheiß Leiter hier wegstellen. Die nervt ein bisschen. Komm her, dieses Ding. So. Stell ich mal hier hin. So, Tür. Warte mal, das sind aber nicht die, ne? Nein, okay. Tür und Wandpaneele. Ah, halt, stopp, ich muss. Das müssen wir mal da einstellen. So. Tür, Wandpaneele, Jatin. Ah, hier, warte mal. Sind das denn, warte mal, sind das die gleichen? Ja.
Kaufen 1, kaufen 20. Wie viel brauchen wir denn? 1, 2, 3. Ja, mehrere. Wir kaufen halt mal die 20 hier. Zack. Alles klar. Ja. Okay. Alter, was schleppt der denn da alles an? Habt ihr das gesehen, was er auf dem Boot alles drauf hat? Alter, ich komme hier nicht durch. Okay. War doch ein bisschen viel, wa? Na? Okay, alles klar, vielen Dank. Und wir rennen mal hoch. Hopp. Also hier liegt so viel Krempel rum, ich sollte hier mal aufhören. So. Zack, zack, da rein. War, glaube ich, ganz gut, dass wir die 20 gekauft haben. Congratulations! So ist das. Waschipapier für Wände gibt es nicht. Aber du kannst es selber herstellen. Achso. Alter, wie viele von diesen Wanddingern habe ich denn noch hier? Lass mich raten, das sind die hier, richtig? Jawohl, okay, das brauchen wir. Dann müssen wir hier nochmal. Haben wir hier noch Leben drin? Ah, verdammt. Okay, dann einmal vermörteln und einmal da rein. Und klatsch. Wow. Und klatsch. Und weiter geht's hier. Oh Mann. Ich lasse jedes Mal, schmeiße ich einen blöden Ding ist von dem. Wie viel haben wir denn jetzt davon? 6 Stück. Wie viel brauchen wir ungefähr? Ich weiß es nicht. Ich stell mal her, mal gucken. Ja, so 12 Stück werden das mal reichen. So. Okay, zack, zack. Jawohl. Da noch was hin, hier noch was hin. Die Matten auf den Boden zu legen. Du kannst sie im Hafen bestellen und dann verlegen. Ah, was für Matten denn jetzt schon wieder, Alter? Geht nicht ab. Sind das nicht die hier? Ah. Guck an. Und der Topf. So, wo war der? Der war hier irgendwo da hinten. Ja. Ey. Juhu. Was ist das? Hä? Ach so. Das ist der Haken für den Topf. Jawohl, sehr schön. Und da haben wir unser Konstrukt fertig. Nice, gefällt mir. Ja, geil, geil, geil. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ein Traum in Weiß. Oder? Was haltet ihr davon? Ist doch schön geworden, oder nicht? Ja, geil. Sehr schön. Dann können wir theoretisch direkt zum nächsten zum nächsten Auftrag gehen. So. Und dann schauen wir mal. Ich wollte hier nur noch mal gerade schnell einen Screenshot, aber hier ist so viel Gerümpel. Kannst du gar keinen vernünftigen Screenshot von machen. Naja, wird schon klappen mit dem, was ich da habe. So, wir müssen hier dann. Ich speichere das lieber erstmal. So, da sind wir auch wieder. Und zwar haben wir das kanadische Haus jetzt freigeschaltet. Okay. Ja. Müssen wir uns ja dann eh kaufen.
werden wir mal tun und direkt mal reinhascheln. Mal gucken, was uns da erwartet. Und da sind wir auch schon. Schongewurst, Holz, Skelettbau ist eine sehr beliebte Bauweise weltweit. Es kann sowohl billig als auch sehr teuer werden. Alles hängt von der Kreativität des Erbauers ab. Natürlich sind diese Konstruktionen nicht so dauerhaft und langlebig, aber man kann ziemlich schnell ein neues Haus bauen. Bevor man jedoch ein neues Haus baut, muss man erst einmal das alte abreißen. Ah, okay, jetzt geht's an den Abriss los. Okay. Ab dahin. Ich würde sagen, irgendwo hat doch hier ein Pfeil geblinkt. Wirf den Müll in den Container. Jetzt ist nur die Frage, was ist hier alles Müll? Das ist Müll. Yeah, great. Kann ich die so ein? Oh, die muss ich alle so nehmen. Verdammt. Ich bin zum Müllabfuhr gegangen. Erstmal ein Screenshot machen. So, wo haben wir denn hier noch Müll? Was ist denn hier alles Müll? Gehört das zum Müll? Schauen wir mal. Ja. Gilt als Müll. Ist das denn alles? Outstanding! Ah, okay. Was mit dem Ding hier? Gehört das auch dazu? Hallo, kann ich das nehmen? Okay. Was mit der Mülltonne hier? Weg damit. Was mit dem Scheiß? Oh nee, das nicht. Das können wir wohl noch gebrauchen. Aber das chillt hier bestimmt nicht mehr. Jawohl. Was mit dem Rasenmäher? Was? Ah, den kann ich benutzen. Ah, hier sind Baumaterialien. Dieses Road Closed Schild hier wahrscheinlich. Dann noch. Outstanding! Drei noch. Wir müssen noch drei Objekte finden. So, und das ist alles Baumaterial. Das wahrscheinlich eher nicht. Die Na ein- und ausschalten. Okay. Hier haben wir noch was. Da ist noch ein Müllsack. Und hier ist noch irgendwie so ein Topf oder sowas. Okay, dann sollten wir alles haben. Zack. Und den Müllsack hier noch. Okay. Und damit haben wir erstmal aufgeräumt. Juhu, prima, das Grundstück ist was. Okay, beginne die Arbeit mit dem Rasenmäher. Um anzufangen, geh zum Rasenmäher und drücke Viereck und benutze L, um den Rasenmäher zu steuern. Versuche, so viel Gras wie möglich aus dem Garten zu entfernen. Okay, alles klar. Aber erstmal nochmal schnell hier ein Screenshot machen. Dankeschön. So, und dann, okay, mehr das Gras, kein Problem. Rasenmäher benutzen. Ah, okay, alles klar. Also ähnlich wie beim Hausflipper, ne? Nur dass er hier leichter zu steuern ist. Wir mähen erstmal hier drumherum, würde ich sagen. Je mehr, desto besser, ne? Wahrscheinlich sind volle 100% ist schon alles oder so. Also heiz mal einfach hier mal quer durch. Da wird ein bisschen schlecht bei, ne? Okay, 36% haben wir. Gehen wir hier nochmal lang. Ich kann mir ja auch mal diesen Rasenmäher. Es gibt doch so einen Rasenmäher-Simulator oder sowas, ne?
So. 50% haben wir, sehr schön. Ja, es geht doch easy. Und wir mähen hier wie ein Schaf. So. Naja, dann sind 100% ist dann wahrscheinlich alles hier. Dann ist alles weg. Ja, das sollten wir noch easy hinkriegen. Überall hier mal lang gehen und dann haben wir es. Zack, jawoll. Und wie die Grashalme durch die Gegend fliegen. Okay, hier fliegen keine Grashalme durch die Gegend, aber egal. Stellt's euch vor. Komm, die letzten 7% hier. Hallo? Jetzt. 4% noch. So, wo haben wir noch? Hier. Zack. Jawoll. Benutze diese Werkzeuge, um das Haus abzureißen. Oh, cool. Wir haben Hammer und wir kriegen einen Bagger, oder was? Nice. Wie läuft das Ding hier los? Okay. Was ist das hier? Ah, ein Radio. Hier. Her mit dem Ding. So, und jetzt kloppe ich hier einfach alles durch. Also, bevor du ein neues Haus brauchst, musst du das alte abreißen. Benutze dazu ein... Abbruchhammer oder ein Bagger. Vergiss nicht, den Schrott, zum Beispiel einen alten Kühlschrank, nach dem Abriss des Hauses in den Container zu werfen. Was? Drücke Dreieck, um die Trümmer abzureißen. Nutze Viereck, um sie zu beseitigen. Okay, alles klar. Okay, wir versuchen es. Moment. Benutze Dreieck, was? Ah, jetzt. Ah, okay, so funktioniert das. Alles klar. Haben wir das auch gelernt? So. Oh, ey, ich will hier rein. Okay. Das ist gar nicht so einfach. Sagen, sollte da nicht eine Geräuschanimation kommen? Warum kann ich in diesen Raum nicht reingehen? Verstehe ich nicht. Ah, jetzt. Jawohl. So, warte mal, hier oben ist da auch noch was. Wie kann ich denn... bin ich hier irgendwo hoch? Man kann nirgendwo in den Raum reingehen, das nervt. Okay, wir kloppen erstmal hier den ganzen Scheiß weg. Frage ist, gibt es hier eigentlich, gibt es keine Geräuschanimation oder warum kloppt er hier nichts weg? Da hat es. Ah, okay, ich hab's verstanden. Ich kann nicht gedrückt halten. Okay, das ist dann. Alter! Da fällt halbe Haus auf den Kopf. Aber ist auch gut zu wissen, ne? Dass ich immer drücken muss. Stürzt hier gleich alles über mir zusammen.
hier den ganzen Kletterlatsch. Zack, weg damit. Alles klar. Rückkehr vollen Wolf. Müsste ich hier nicht mal hier eine Aufwertung kriegen? So es schneller geht. Oder muss ich erst ein ganzes Haus mit dem Hammer zerlegen? Ich reise erstmal die Hütte hier bis auf die Grundmauer nieder. Ist jetzt hier oben nicht irgendwas zusammenfallen? Weg hier den Mist. Alter, das ist aber eine Drückerei, du, ey. Weißt du Bescheid, ey. Da drückst du echt einen ab, ey. So. Restdach fehlt oder ist weg. Ich finde es immer gut, wenn ich hier tragende Wände wegreiße. Der ganze Kletterdach wird schneller. So, Wand weg. Alter Schwede. Da drückt man sich aber. Da drückt man sich aber wirklich einen zurecht hier, ne? Aber wenn man hier unten abreißt, dann geht's eigentlich. Hängen jetzt nur noch so ein paar Balken in der Luft, ne? Das ist ein bisschen doof. Wie der da oben wird, zum Beispiel. Okay, an den kommt man nicht ran. So. An die komme ich noch dran. Ja, der eine da oben ist jetzt doof, ne? Hm. Naja, mal gucken, vielleicht kommt er runter, wenn ich das Fundament hier weg habe. Aber dass ich hier keine Aufwertung bekomme, ey, ich kann ja nicht hier ein ganzes Haus zerlegen, ey. Also wahrscheinlich schon, aber. Aha. Hui. Benutze diese Grabungswerkzeuge. Freunde, das war aber jetzt eine Aktion, ey. Da musst du aber heimern, du, ey. Alles klar. So, wo ist mein. Wo ist denn die Schaufel? Komm mal her. Okay, aber schaufeln tun wir erst in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Genug abgerissen jetzt erstmal hier. Und dann schauen wir mal, wie wir hier einen Grundstein legen. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, wie immer, gerne bewerten, kommentieren und auch gerne kostenlos abonnieren. Vielen Dank.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.